MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind mal wieder auf dem PS4-Account, beziehungsweise auf unserem Haupt-Account. Auf PS4 sind wir jetzt sowieso nur noch. Und ja, ihr seht schon, wir sind im Hauptmenü, das heißt, es gibt kein Spiel. Eigentlich wollte ich heute Abend das zweite Ramos-Team bauen. Aber ich habe mir dann gedacht, also das Ramos-Video ist jetzt aktuell 2,5 Stunden draußen. Das heißt, bei mir ist jetzt gerade 20 vor 12. Und ja, ich habe mir gedacht, nee, komm, lass das Video erst nochmal so, ja, einen Tag oder so online. Und dann gucke ich mir nämlich dann alle Links an, weil es kommen jetzt hier noch minutenweise kommen neue Links dazu. Ich habe mir bestimmt schon so 100 Stück oder so angeguckt. Also ist echt krass, wie viel ihr da postet. Ist natürlich sehr, sehr nice von euch. Ist natürlich ein bisschen Aufwand für mich, ist klar. Ich will mir auch selber die ganzen Squads angucken. Manche posten sogar 2, 3, 4 Stück. Also insgesamt jetzt auf Facebook, YouTube und im Forum sind es bestimmt schon 200... Ja, rund 200 bis 300 Links, also ist schon wirklich sehr, sehr ordentlich. Ich habe mir jetzt mittlerweile, ich würde schätzen, so 50 bis 100 angeguckt. Und ja, wie gesagt, ich werde mir das wahrscheinlich dann bis morgen, ja, offen halten. Und dann gucke ich mir alle Links nochmal an und dann gucke ich mal, was wir davon machen könnten. Vielleicht suche ich mir auch so ein Zwischending aus mehreren Teams raus. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau. Guckt mal oben bei Münzen. Wir haben minus 842 Millionen. Dafür sollten wir jetzt natürlich irgendwas Nices ziehen. Machen wir aber nicht. Schade. Mal gucken, wenn ich diese 1000 drauf mache. Ja, okay. Passiert einfach gar nichts. Geht einfach mal irgendwie da oben ins Leere. Ja, vielleicht habe ich jetzt gleich gar keine Coins mehr. Mal gucken. Bei EA kann man ja alles Mögliche mal erwarten. Schauen wir uns das mal an. Ist auch irgendwie die Anzeige so ein bisschen verschoben da oben, ne? FIFA Points und Münzen. Ja, naja. Ist ja auch Latte. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn wir die Scheiße hier abstoßen. Und dann erzähle ich euch auch, was wir denn sonst heute vorhaben, wenn wir nicht das zweite Ramos-Team bauen. Okay, nach dem Abstoßen passiert auch nichts da oben mit den Münzen. Ja, okay, jetzt habe ich keine Münzen mehr. Gar nicht mal so schlecht auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich dann auf, trotzdem noch Packs ziehen kann mit meinen keine Münzen. So. Ja, scheint noch zu gehen, oder? Ja, funktioniert noch. Okay, also meine Münzen sind dann irgendwo schon noch, aber sie werden halt einfach nicht mehr angezeigt. So, mal gucken, hier nochmal was Schönes. Ne, Danilo und Jansen und Gilladino und Drapp und Verträge natürlich. Was wollen wir heute bauen? Wir wollen heute was mit Ibrahimovic. Ja, jetzt denkt ihr schon wieder Ibrahimovic. Ja, aber auch nur aus dem Grund, weil wir was mit Toivonen in Form machen wollen. Und ich muss sagen, ich tue mich da ziemlich schwer. Ich würde ja sau gerne wieder mal was anderes außer die 4-4-1-1 spielen. Allerdings, den Toivonen will ich eigentlich nur als Mittelstürmer spielen. Ich möchte den nicht als zweite Spitze spielen, ich möchte den selber nicht als Einzelspitze spielen. Und ja, dann bleibt ja fast nur das 4-4-1-1. Ich glaube, das ist sogar die einzige Formation, die noch einen Mittelstürmer hat, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist ein bisschen behindert, weil ich meine, seine Stats sind halt irgendwie so, ja, so... Er ist halt langsam. Ich sag's einfach beim Punkt. Und deswegen will ich ihn eigentlich nicht als so richtige Spitze spielen, sondern zum Beispiel als Mittelstürmer. Für ein ZOM hat er dann vielleicht wiederum ein bisschen zu wenig Passwert. Aber als Mittelstürmer könnte ich es mir halt ganz gut vorstellen. Ich habe ihn natürlich noch nicht gekauft. Müssten wir gleich mal gucken, was der so kostet aktuell. Ja, ich guck mal ganz kurz. Erstmal kaufen wir ihn, weil wir werden auf jeden Fall mal mit ihm spielen. Aber dann bleibt natürlich wieder nicht ganz so viel Spielraum, was wir denn da so aufstellen können. Und das ist das, was ein bisschen schade ist. Aber naja, erstmal gucken, was der Kerl so kostet. Da ist er. Und dann machen wir mal hier so 10.000. Ja. Ich hoffe mal, er ist noch nicht ganz so teuer, weil aktuell, wo ich das aufnehme, ist halt Freitagabend. Und ja, ich glaube, ich muss ihn einzeln suchen. Qualität Gold. Position ist Stürmer. Nationalität ist Schwede. So, Schweden. Und Liga ist die League. Oh, das müsste eigentlich schon reichen, wenn ich oben auch einen Deckel drauf mache. Sonst wird natürlich auch Ibra angezeigt.
So, dann machen wir hier erstmal 12, ja, machen wir hier 10.000 und machen wir mal hier oben, ich habe keine Ahnung, was er kostet, ich habe echt noch gar nicht geguckt, ich mache einfach mal 24.500, das wäre natürlich ärgerlich, wenn er jetzt noch mehr kostet, weil ich meine, so krass sieht er jetzt nun nicht aus, muss man auch sagen, er sieht zwar nicht schlecht aus, aber auch nicht krass, aber nee, das kann eigentlich nicht sein, ich muss erstmal einen sehen, um den Preis einordnen zu können. Aber es wird mir halt einfach hier nichts angezeigt. Jetzt vielleicht mal. Ja, jetzt wird er mir angezeigt. Und er ist auf dem Preis, was ich mir gedacht habe. Also Richtung Abstoß. Gut, dann gehen wir jetzt hier mal so ein bisschen runter. Und gucken mal, was der günstigste Sofortkaufpreis ist. Beziehungsweise wahrscheinlich werden wir ihn sogar erbieten. Vielleicht sogar für Abstoßpreis. So, 13.000 habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Gucken wir mal, 12.750. Gehen wir mal hier so ein bisschen runter. Da gibt es bestimmt schon einen. Der will es mir nur wieder nicht anzeigen. Okay, machen wir mal 13.000. Nee. Ich habe doch schon einen für 13.000 gesehen. Komm, jetzt bitte zeig's mir doch einfach. Heute waren übrigens Wartungsarbeiten. Es ist halt wirklich so unglaublich lächerlich. Und ich kann mich einfach nur immer wieder darüber aufregen. Das kann einfach nicht wahr sein, dass sowas nicht gepatcht wird. Und ja, wir haben ja eben gerade gesehen, dass es einen Toy-Wohnen für 13.000 gab. Und deswegen müsst ihr mir einfach nur anzeigen. Das ist auch... Oh, es regt einen wirklich so krass auf. So, 11.250. 11.250. Joa. Da können wir doch wahrscheinlich irgendwo... Ne? Da, 10.500. Ja, geht noch 14 Minuten. Gucken wir uns den Kerl mal an. Ich will, wenn schon... Na gut, der ist nicht mehr frisch. Nee, den will ich nicht haben. Wenn schon will ich einen frischen haben. Der hier ist frisch. Und ich glaube, ich scheiße jetzt einfach mal auf die 1000 Coins und nehme einfach mal so mit. Gut ist die Sache. Es gibt aber auch nur einen Inform, ne? Nicht, dass ich jetzt einen falschen Inform gekauft habe. Aber ich glaube nicht. Ich gehe nochmal ganz schnell auf Foothead. Das wäre jetzt natürlich failig. Nee, es gibt nur einen. Okay, passt alles. Hätte man jetzt natürlich auch für 10.000, also knapp Abstoß, erbieten können. Aber scheiß drauf. So, Toy-Wohnen ist mit am Start. Ist ein bisschen stressig, dass da oben keine Münzen angezeigt werden. Obwohl, naja, für das Team werden die Münzen, also 3 Millionen, definitiv reichen. So, jetzt machen wir den mal hier in den Mittelsturm. Beziehungsweise, wir können ja mal kurz die Formation so ein bisschen durchgehen. So, Toy-Wohnen wäre hier. Das Problem ist einfach echt, 4-4-2, habe ich gesagt, will ich mal wieder spielen. Aber das Ding ist halt einfach... Ehrlich gesagt habe ich keinen Bock, den, ja, zwei relativ langsame da vorne zu spielen. Natürlich ist der Kerl ja auch 1,91 groß, aber, oh, ich weiß nicht. Ja, da kommt vielleicht der Pace-Noob in mir hinaus, aber ich glaube, das ist nicht ganz so pralle. Ich weiß gar nicht, wie ist denn diese Formation zum Flanken? Das wäre natürlich ganz nice, wenn Ibra da mit 1,95 steht und daneben Toy-Wohnen mit 1,91. Das wäre natürlich schon ziemlich sick, aber irgendwie habe ich da nicht so Bock drauf. Könnte man natürlich, wir können ja einfach mal so nebenbei hier noch so ein Team aufbauen, zum Beispiel dann hier einfach Lukas hin, hier auf die Position, nee, der ist dann ein, haben wir den überhaupt noch? Ich glaube schon, oder? Linker Winger, ja, Ezekiel, zum Beispiel noch hier hin. So, dann kann man hier hinstellen. Ach scheiße, da müssen wir jetzt ja was in die Richtung. Ja, jetzt sind wir aber dann nur bei französischer Liga. Haben wir keinen Matuidi-Inform mehr? Oder war der ZDM? Ach nee, den habe ich auch vertickt, ne? Scheiße. Ja, den hätte ich mal behalten können, aber naja, den können wir wieder kaufen. Ah ja, nee, aber da will ich auch eigentlich nichts machen in der Formation. Da muss ich dann jetzt hier auch schon wieder, ja, entweder überall Brasilianer hinstellen. Zum Beispiel für Lukas, mit der sich freut, habe ich jetzt auch nichts am Start. Nee, lassen wir die Formation mal weg. 4-4-2 fällt für mich eigentlich schon mal raus. 4-5-1 wäre möglich, aber dann muss ich Toy-Wohnen ins ZOM stellen. Ich könnte natürlich auch den Toy-Wohnen ins... nochmal zurück. Ich könnte natürlich auch den Toy-Wohnen hier in den Sturm stellen. Und dafür den Ibra ins ZOM wäre natürlich prinzipiell möglich. Wäre vom Linken her natürlich auch ganz geil. Aber was stellt man denn sonst da noch so auf? Das ist die Frage. Gut, da habe ich mich jetzt natürlich nicht so ganz drum gekümmert. Was hätten wir denn als ZOM im Verein?
Nasri, Honda, De Bruyne, Montillo, ZOMs. Was könnte man da mal so aufstellen, wenn wir das jetzt so spielen würden natürlich? Ich könnte ja mal einfach provisorisch, einfach um diese Formation zu testen, die gute alte... Ah ne, das klappt aber nicht so ganz. Ich könnte jetzt hier natürlich ZDM... Würde mir natürlich auch ganz gut gefallen, den guten alten Herrn De Rossi hier hin. Aber linkes Mittelfeld... Da haben wir nur Willian. Das würde jetzt natürlich nicht klar gehen. Da freut sich der Nasri nicht genug. Ja, was kann man denn hier mal machen? Linkes Mittelfeld, Premier League. Habe ich jetzt nichts am Start. Was haben wir sonst noch gehabt? Ich glaube, den guten alten Herrn Mata, ne? Ja, genau, Mata. Das würde natürlich eher gehen mit Will... Ja, gut. Das würde klappen mit Willian und Matic. Vielleicht ist das auch eher die Position für Mata. Willian war anscheinend auch linker Flügel. Guck mal, linker Flügel. Hä? Willian hatte ich doch im Verein, oder? Bin ich jetzt komplett durch? Den hatte ich doch. Naja, anscheinend habe ich ihn nicht. Und ja, hier würde dann natürlich Matic hinkommen für Touré. Aber das ist jetzt auch alles irgendwie so ein bisschen... Nee, eigentlich will ich den nicht in der Einzelspitze da vorne spielen. Vor allem auch wegen seinen Medium-Medium-Workrates. Und eigentlich will ich Ibra dann im Sturm spielen. Das ist irgendwie alles scheiße. Ja, gucken wir mal, was es noch für Formationen gibt. 4-5-1, die will ich auf keinen Fall spielen. Fünferkette ist natürlich auch möglich. Da könnte man jetzt hier zum Beispiel... Nee, das könnte man nicht... Kabay oder sowas da hinstellen, dann irgendwas Französisches auf der Seite, Französisches auf der anderen Seite. Ja, Fünferkette könnte man natürlich ganz nice aufteilen, aber Fünferkette will ich so eigentlich nicht spielen. Das fällt schon mal ganz raus, weil es mit zwei Wingern ist. Nee, Fünferkette, kein Bock drauf. Ja, Dreierkette. Nee, wenn schon, würde ich dann 3-5-2 spielen wollen. Und dann hätte ich natürlich die beiden Jungs wieder im Sturm und müsste dann hier auch wieder irgendwas Französisches oder einen Schweden auf die linke Seite stellen. Auch nicht so ganz mein Ding jetzt. Und vor allem zwei relativ langsame in der Dreierkette dann da vorne ist auch nicht so der Hammer. Dann eher hier in der Viererkette. Meine Güte, das ist wirklich so schwer hier mich zu entscheiden. Ich komme gar nicht drauf klar. Ja, 4-1-2-1-2 spielen wir in nächster Zeit mal, aber mit anderen Leuten. 4-2-2-2. Könnte natürlich was zum Flanken sein. Wen könnte man da aufstellen? ZOM. Ja, das ist aber... Das läuft eigentlich alles auf die gleichen Spieler hinaus. Dann vielleicht eher diese Formation. Die 4-2-3-1 mit zwei ZOMs. Dann müsste Ibra aber ZOM spielen. Weil den will ich eigentlich nicht ZOM spielen lassen. Ist mir auch ein bisschen zu langsam dafür. Ja, Lukas kommt natürlich dann ganz raus aus der Formation. Dann der mittlere ZOM, da könnten wir... Nee, können wir nichts machen. Wen hatte ich denn da? Achso, Payet könnte man natürlich da hinstellen. Genau, den haben wir nämlich auf jeden Fall auch noch im Verein. Den da hin. So, ja, okay. Dann bräuchte der aber noch ein paar Links. Gut, da könnte man dann hier was in die Richtung mit Samen Nasri machen. Dann hier hinter ZDM, ja, da sind wir dann wieder auf unserem Touré-Zug. Und Payet bräuchte dann noch einen französischen, nee, er bräuchte sogar einen guten Link. Das heißt zum Beispiel sowas wie, ach, da könnten wir eigentlich mal Toulala testen. Genau, das könnten wir eigentlich mal machen. So, hier dann würden wir mal easy peasy mit Clichy und Company das einfach machen. Ja, das ist jetzt... nicht sonderlich spektakulär, aber würde halt klar gehen. So, und dann wäre hier dann, ja, Toulala, den könnten wir mal testen. Vielleicht geht er ja ganz gut ab. Von Workrates her gefällt er mir, ist zwar nicht der allerschnellste, aber ich meine, ist ja ZDM, deswegen könnte das passen. Da ist er, der Jeremy. So, dann machen wir erstmal hier den Mindest-Sofortkaufpreis-Filter ein bisschen höher. 10k rum. So, und dann machen wir hier nochmal Gold und jetzt suchen wir mal. Dürfte ja nicht ganz so teuer sein, wahrscheinlich wegen seinem Pace. So, und Toulala, hätten wir hier 19.000, 16.000, 15.000 schon gesehen.
machen wir mal 15.000, wird mir wahrscheinlich nichts angezeigt. Nö, wer hätte es auch anders gedacht. So, dann machen wir hier 14.750, dann machen wir 15.250. Ach, FIFA, Alter, ohne Scheiß, ich könnte die CD zerbrechen für diese Scheiße. Ich meine, dafür bezahlen die Leute ja auch noch. So, 15.000, 14.000, 14.000 habe ich gesehen, 14.000, 14.000 scheint der günstigste zu sein. Der hier nämlich ist kein frischer. Naja, scheiß drauf. Wir nehmen den jetzt einfach mit für 14.000 und packen den irgendeinen Chemistry-Style oben drauf. Dann komm mal mit, Tulala. Komm. So, da ist er, Tulala. Und jetzt packen wir den mal ins ZDM. Ich weiß nicht, prinzipiell können wir, glaube ich, auch... Ja, doch, müsste eigentlich klar gehen, dass wir Ibra und Toivon tauschen könnten. Aber prinzipiell... Ach, scheiße. Wir müssen auf jeden Fall noch was im 4-4-1-1 machen. Weil so war das eigentlich prinzipiell nicht geplant. Weil dann kann man das nämlich eigentlich auch schöner machen. Hier ist mal Tulala hin. So, dann freuen sich bis jetzt alle. Ja, Payet jetzt noch nicht ganz, aber wenn ich einen Trainer reinmache, dann freut er sich auch. So, machen wir zum Beispiel, wo es liegt. Da ist sie. So, freut er sich auch. Ja, eigentlich ist die Formation behindert dafür. Weil ich meine, dann könnte man prinzipiell hier vorne auch Ibrahimovic hinstellen und dann zum Beispiel hier ins ZOM Menez oder Kabay. Ich meine, das würde genauso klappen und würde sich wahrscheinlich auch besser spielen. Aber, und deswegen wollte ich eigentlich Ibra und diesen Toivonen hintereinander haben, so als Stürmer und Mittelstürmer. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall noch was ändern. So, was brauchen der jetzt hier noch an links? Ein normaler würde reichen. Rechte Seite, was haben wir denn da so? Hier könnten wir ja mal sowas machen. Ja, wir könnten jetzt natürlich auf die Premier League gehen, aber wir können auch ganz gechillt auf Mangala und Helten gehen. Ich glaube, das testen wir mal. Mangala habe ich noch gar nicht getestet als Innenverteidiger, glaube ich. Als Linksverteidiger Inform hatten wir ihn schon mal. Machen wir einfach mal Mangala. Könnte jetzt natürlich sowas wie Kabul oder so machen, aber das kennen wir ja schon alles. Deswegen jetzt mal einfach den jungen Herrn Mangala kaufen. Hat der ein Upgrade? Ich weiß es gar nicht. Hätte ich vielleicht mal vorher gucken sollen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube mal nicht. Da oben ändert sich übrigens alles was an den Münzen. Ich weiß nicht, wie viele Münzen ich dann irgendwann später mal haben werde. Vielleicht sind es 5 Millionen mehr oder so. Wäre ja mal ganz nice. So, Mangala. Seht ihr das da oben? Blitzt als irgendwas auf. Ganz komisch. So. Ja, schon wieder. Okay, 750. Nee, da will er mir nichts mehr zeigen. Oder? Nee. Gut, geben wir 800 aus, gucken wir mal, was wir da so an Verträgen finden. Ja, jetzt kriege ich natürlich nicht mal mehr einen für 800 angezeigt. Ach, meine Fresse, Alter. So, gucke ich jetzt mal ganz schnell drüber. Ich scheiße jetzt einfach mal drauf. Die meisten sind irgendwie eh vertragslos hier. So, das sieht alles ziemlich scheiße aus, was die Verträge betrifft. Wird wahrscheinlich eher so in günstigeren Anfängerteams genutzt, der Herr. Deswegen hat er nie so ganz viele Verträge. Ja, ich werde hier auch nicht auf die nächste Seite gelassen. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt alles echt zu blöd. Ich kaufe jetzt einfach den hier für 850 und gebe ihm selber Verträge und irgendeinen Chemistry-Style. Also ich meine, sowas muss EA ja wirklich auffallen. Ich meine, die kriegen bestimmt deswegen auch massig Beschwerden. Aber denen scheint das echt scheißegal zu sein, wenn ich das mal so sagen darf. Also das ist denen echt kackegal, dass man hier eine halbe Stunde braucht, um irgendwelche Spieler zu suchen. So, und jetzt nochmal den Helden ins Tor. Mal gucken, ob der Helden immer noch so gut hält. Ich glaube, er soll nicht mehr ganz so pralle sein, aber naja, wir werden ihn mal testen. So, 750. Passt. So, jetzt nehmen wir den mit 3,96 mit. Gut ist die Sache. 3 Minuten erst auf Markt. Und ja, Rechtsverteidiger Franzose. Müssen wir mal gucken. Fanny haben wir jetzt im Verein, aber gibt es da nicht auch irgendwas Glänzendes? Fällt mir gerade jetzt nichts ein, aber da gibt es bestimmt irgendwas. Machen wir mal hier gar nichts rein und machen wir mal hier Rechtsverteidiger und keine Liga, sondern Nationalität Frankreich. Dann machen wir erstmal Gold. Was es denn da so gibt?
Sanya, ganz genau. Sanya gibt's ja noch und Konko. Ja, komm, dann stellen wir mal Sanya dahin, würde ich sagen. Ach, oder Debuchy hat doch auch einen Inform. Da können wir noch einen Inform testen. Genau, das machen wir jetzt mal. Wir testen Debuchy Inform auch noch dazu. Tja, so sammeln sich die Spieler dann doch nach und nach an, die Informs, die ich alle mal testen wollte. Ja, so ein bisschen nebenbei sozusagen. Und so machen wir hier. Der Debuchy kostet bestimmt so 20.000, oder? 15, 20.000? Also ich denke mal nicht, dass der für Abstoß gehen wird. Wahrscheinlich kostet er sogar noch mehr. Wegen scheiß Premier League. Und Franzose ist natürlich auch immer ganz gut linkbar. Schauen wir mal. So, machen wir 30.000. Also das kommt mir jetzt schon wieder zu hoch vor. Das kommt mir schon wieder so vor, als ob er mir einfach nichts anzeigen will. Aber vielleicht kostet er auch mehr, keine Ahnung. Ich glaube, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war auf 40.000. Beziehungsweise, das stand auf Foothead, dass er auf 40.000 war. Ob das dann so ist, ist eine andere Frage. Machen wir hier nochmal Rechtsverteidiger rein. Vielleicht zeigt er mir dann mal was an. Entweder er ist wirklich teurer, aber da gehe ich jetzt... der kostet keine 50.000, oder? Oder hat er Upgrade bekommen oder so? Alter Vater. Ich weiß zwar nicht, warum der so viel kostet, aber... anscheinend kostet er 40.000. Krasse Sache. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Auch wenn ich irgendwie... Hunter, lol, okay. Auch wenn ich nicht so ganz davon ausgehe, dass er mir jetzt hier alle anzeigt. Das ist jetzt schon wieder echt eklig, muss ich sagen. Ich kaufe ungern Leute, wenn ich mir denke, dass da vielleicht noch günstigere sind. Die einfach nur nicht von EA angezeigt werden. Machen wir hier nochmal 39.000. Da wissen wir ja eigentlich, dass es noch wen gibt. So, ich meine jetzt alles mal 250 mehr, bis mir irgendwann mal was angezeigt wird. So, da hätten wir jetzt nämlich noch welche. 37.500. Ne, ich glaube, das sind aber dann wirklich alle. Ja, okay, scheiß drauf. Dann nehmen wir, obwohl, ich will den als Shadow. Da können wir dann auch gleich, ja, dann nehmen wir hier gleich den hier mit, oder? Noch günstiger? Ne. Gut, dann nehmen wir hier Debuchy. Hat auch nur einen Inform, ja. Gut, nehmen wir den mit. 38.250, okay, wenn es sein muss, muss es sein, ne? Vielleicht geht er ja ab, könnte ja sein, ich glaube mal nicht dran, also ich denke mal, es gibt bessere Verteidiger auf dieser Position, aber wir testen jetzt einfach mal, ich meine 38.000 geht ja klar, vor allem wir haben ja unendlich Münzen, wie man da oben sieht, also wir können so viel kaufen, wie wir wollen, wir können jetzt einfach mal alle Team of the Year Karten kaufen und dann nochmal alle Team of the Year Karten und dann packen wir uns einfach mal die Trade Pile und Beobachtungsliste voll. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Machen wir mal hier das Mangala-Teil rein. Der Equiprilium oder wie heißt der nochmal? Hier, Iliaquim. Iliaquim. Okay. Keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird oder sonst was. So, hier noch Debuchy rein und dann in das Törchen den guten alten Helden. Da ist er. So, jetzt freuen sich alle. Ganz genau. Außer Ibrahimovic natürlich, weil er Stürmer ist. Oh, das ist natürlich ärgerlich, ey. Da muss ich den Ibra umstellen. Das will ich eigentlich gar nicht. Ah, fuck it, Mann. Ja, ich muss es aber machen. Ich glaube, Mittelstürmer reicht. Ja, Mittelstürmer müsste... Obwohl, ja, doch, eigentlich schon. Das habe ich aber nicht, ne? Das mussten wir das letzte... Oh, falsche Richtung. Mussten wir, glaube ich, das letzte Mal auch kaufen. Stürmer, Mittelstürmer. Ja, sieht mir schlecht aus. Ja. Habe ich nicht? Okay, gut. Dann muss ich das nochmal machen. So sehe das Team aus. Haben alle volle Chemie. Können wir hier mal Toivonen testen. Tulala in Form. Mangala, Helden und Debuchy in Form. Sind es wenigstens noch ein paar unterschiedliche neue Spieler geworden. So, Chemistry Style hauen wir dem Tulala mal. Was hauen wir da mal drauf? Powerhouse, habe ich gehört, geht irgendwie immer ganz gut bei den ZDMs. Hauen wir es einfach drauf. Gut ist die Sache. So, Powerhouse, Tulala. Debuchy hat was, Mangala könnten wir, der hat eigentlich ziemlich nice Werte. Ich glaube, ich hau ihm aber nochmal ein bisschen Pace drauf. Hört sich kacke an, aber da, wegen seinen Workrates, wisst ihr? Oder? Oder hauen wir ihm gar nichts drauf? Hm, nochmal gucken. Vielleicht nochmal ein bisschen passen oben drauf. Zum Beispiel Engine wäre mal nicht schlecht. Haben wir noch eine Engine? Ja, 12 Stück sogar. Obwohl, ach nee. Was ist denn das nochmal? Pace und Pass. Catalyst ist das. Catalyst, das suche ich. Haben wir das noch irgendwo? Nee. Schade. Gut, Catalyst haben wir leider Gottes nicht rumfliegen.
ach ja, komm, dann mache ich mir eine Engine oben drauf. Scheiß drauf. Ist ja jetzt auch Latte. So, Engine, Mangala und hier der Helden. Der könnte ein bisschen was auf der rechten Seite gebrauchen. Obwohl, linke Seite wäre eigentlich besser. Ich packe hier einfach einen Clove drauf. Finden ja immer alle so geil, den Clove. Also machen wir es einfach mal. Gut ist die Sache. So, Helden als Clove. Jetzt passt das hier auch mit den Chemistry Styles, außer beim Toywohnen. Und ja, ich glaube, da mache ich einfach nur den Finisher drauf, weil ich glaube, da bringt es nicht mehr viel, den Pace zu pushen. So, Finisher, gut ist die Sache. Passt die ganze Sache. Und ja, jetzt habe ich ganz schön oft Sache gesagt. So, was könnten wir jetzt nochmal machen? Genau, wir gehen jetzt nochmal auf neue Mannschaft. Und die nennen wir jetzt einfach mal Toy 2. Vielleicht ändern wir das nochmal hier mit... Ich glaube... Ja, gut, ich glaube, das machen wir jetzt auch nochmal. Ich weiß, ich babbel so ein bisschen komisch vor mich hin. Nein, jetzt will ich schon wieder eine neue Mannschaft erstellen. Ich zeige euch das gleich, was ich meine. Wir gehen jetzt nochmal auf das Toy-Team und machen aus dem Team kein Toy-Team. Das heißt, wir packen uns einfach Ibrahimovic, stellen den hier vorne rein. Den Toywohn machen wir komplett aus dem Verein raus. Und hier stellen wir dann zum Beispiel Menes hin. Habe ich aber nicht mehr. Leider. Oh, hier ist Cissé. Stimmt, den haben wir auch noch. Aber das passt natürlich nicht. Der ist ja nicht bei PSG. Ne, hier stellen wir einfach noch Menes hin. Dann stimmt das immer noch mit der Chemie. Und ich glaube, das Team lässt sich geiler spielen so. Und dann machen wir jetzt für Toywohnen halt nochmal ein anderes Squad. Oder wenn ihr unbedingt das Squad so nochmal mit Toywohnen sehen wollt, können wir es natürlich auch nochmal probieren. Aber ich würde jetzt für Toy, also für Toywohnen, würde ich schon ganz gerne nochmal so ein 4-4-1-1 machen. Wo dann halt der Ibra vorne steht. Auch wegen den Workrates halt. So, Ibra vorne. Der Toywohnen hat halt nur Medium-Medium. Deswegen lieber ihn als Mittelstürmer. Dann könnten wir hier auf die rechte, beziehungsweise müssen wir, irgendeine Seite müssen wir dem Ibra noch einen Link geben. Zum Beispiel mit Lukas. Im ZM. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall noch einen Link für den Schwede hier. Ja, und der Lukas braucht auch noch einen Link. Da könnte man dann... Nee, Matuidi, der braucht dann wieder zu nach hinten irgendwelche Links. Boah, Alter. Das Problem ist, es ist natürlich nicht schwer, ein Team zu bauen. Aber es ist echt schwer, da jetzt irgendwas zu machen, was jetzt groß anders ist. Ich meine, die Seite sieht dann schon wieder relativ gleich aus. Man könnte hier zum Beispiel dann Thiago Silva hinstellen. Hier Matuidi in Form. Hier dann, keine Ahnung, zum Beispiel Maicon Second Inform. Was kostet Maicon Second Inform eigentlich aktuell? Das würde mich mal interessieren, weil es vielleicht gar nicht immer so schlecht, den zu kaufen. Was ist denn hier eigentlich los? Habe ich auf irgendwas geboten? Ich kann mich nicht mehr entsinnen. Ah, okay. Der ist auch weggekauft worden, der Debuchy. Also passt der Preis. So, gucken wir mal ganz kurz, was Maicon Second Inform kostet. Weil könnte natürlich gut sein, dass der einen abbekommt. Und wenn er jetzt nicht ganz so übertrieben teuer ist, dann können wir den mal kaufen. So, ja, Maicon, nee, das ist der 78er, der Maicon, den wir suchen. Ah, nee, den werde ich da nicht finden, okay. Muss ich nochmal ganz hoch. Nochmal Mai eingeben. So, Maicon. Und jetzt den 78er. Und jetzt machen wir hier ein bisschen höher den Filter. Oh. Weil es könnte jetzt natürlich sein, dass am Ende des Monats der Maicon auch noch einen Up bekommt. Dann wird natürlich auch sein Inform geupt und der wird dann teurer. Das ist alles logisch. Das Problem ist nur, dass das natürlich auch alle anderen wissen und deswegen den armen Maicon komplett aufgekauft haben. Ich meine, selbst der normale kostet jetzt hier schon 40.000, sieht mir so danach aus. Und der Second Inform ist der 81er, ne? Ja, und mir wird jetzt einfach gar keiner angezeigt. Och Mann, Alter. Es macht echt keinen Spaß, so zu suchen. So, Rechtsverteidiger, machen wir das nochmal ganz einzeln jetzt hier. Falsche Richtung. Serie A ist in die Richtung. Da ist es. Nationalität, Brasilianer. Und jetzt machen wir hier nochmal Roma. Da haben wir es. So, dann suchen wir halt jetzt nochmal so. Ob mir jetzt was angezeigt wird, ist natürlich eine andere Frage. Aber wir können es ja mal versuchen. So. 9600 sollte erstmal reichen. Ja, gibt natürlich nichts. Ich habe alles richtig gemacht, ne? Rechtsverteidiger, Brasilianer, Gold, Roma, passt, passt, passt. Gut, dann machen wir halt oben auch nochmal einen Deckel drauf. Vielleicht fühlt sich die Suche dann wohler. So, machen wir jetzt hier nochmal. Jetzt fährt hier wieder so ein Rennbock, über den ich vorhin geredet habe, vorbei.
So, muss ich mal ein bisschen lauter werden. Machen wir hier 80.000 und hier können wir, glaube ich, ja, bis 50.000 können wir es, glaube ich, schon mal vergessen, dass wir da einen finden. Dann machen wir mal so 40, 37.000. Am liebsten würde ich jetzt auf jeden Fall schon mal einen gerne finden. Oh, ey, es ist wirklich so abfuck. Jetzt wird mal was angezeigt. So, da ist der 81er. Oh, der ist aber relativ günstig. Dafür, dass er ihn abbekommen könnte, hätte ich mir teurer vorgestellt. 64.000, 60.000. Übrigens, achtet darauf, ich suche nur nach den 81ern. Ich weiß, dass der 40.000 kostet, aber das ist ein 80er. So, 60.000. 60.000. Ja, dann mache ich doch einfach mal den Filter mal auf 60.000. Naja, ob das geht, ist eine andere Sache, aber wir versuchen es mal. Also für den Preis würde ich ihn, glaube ich, kaufen. Was heißt glaube ich? Doch, für den Preis würde ich ihn kaufen. Und dann müssen wir mal gucken, was hier das günstigste ist. Vielleicht finden wir noch was billigeres. Oh, jetzt ist da gar nichts mehr. Der ist bestimmt noch irgendwo da. Aber er wird mir einfach nicht angezeigt. So, dann gehen wir halt hier nochmal so ein bisschen höher. So 64.000. Suchen jetzt nochmal. Ja, ich weiß, gibt keine. Hast du vollkommen recht, FIFA-Suche. So, 48.500 mal hier. So, jetzt finden wir wieder was. So, da ist einer. 62, 63, 62, 63. 62, 63, hier haben wir 65, 60, 5. 60, 5. Bis jetzt der günstigste sogar als Anker. Eigentlich ganz nice. Gehen wir nochmal schnell durch hier, durch die Reihen. Hier haben wir 60 direkt als Shadow sogar. Oh, oh, oh. Das ist interessant für mich. 60.000, 65, 63, 62, 63, 60, 5. 63. Ist halt echt behindert, dass ich den Filter nicht einfach auf 60 stellen kann, aber geht halt nicht, weil dann zeigt er mir entweder gar keiner an oder nur 80er und deswegen bleibe ich jetzt lieber mal in dem Filter drinne, weil das scheint jetzt gerade mal flüssig zu laufen, dass ich mir wenigstens die ganzen Preise angucken kann, aber 60 scheint sein Preis zu sein und das finde ich eigentlich relativ okay. Vor allem, wenn er dann halt ein Upgrade bekommt. Und das könnte bei ihm sehr gut sein, weil ich meine, meiner Meinung nach ist er auch unterbewertet. Und er hat halt zwei Informs. So, ja, okay. Gut, jetzt geh ich mal hier raus und versuche die Suche noch ein bisschen anzupassen. Machen wir hier so zum Beispiel 61 und gehe ich hier mal so ein bisschen höher. Ne, eigentlich auf 60. Gehe ich hier nochmal ein bisschen höher. Komm, jetzt ist der Filter so klein, da kannst du mir mal irgendwas anzeigen. So, also da für 60 gab es eigentlich welche. Die müsste er mir eigentlich anzeigen. Macht er aber nicht. Doch, hier ist einer. Den habe ich auf der Liste, okay. Und das müsste... Ach komm, scheiß drauf. Ich glaube, ich kaufe den jetzt einfach. Gut, ist die Sache. Er lässt mich jetzt hier ewig... Doch, jetzt lässt er mich wieder auf die nächste Seite. 60, 60, 60, 60. Ja, okay, doch. 60 scheint sein Preis zu sein. Und wie gesagt, das geht auch in Ordnung. So, jetzt lässt er mich eh wieder nicht auf die nächste Seite. Also, mein Con Shadow kaufen wir jetzt für 60.000. Den hier. Und das ist auch, ja, ist der 81er. Passt alles gut. Komm mit mir. Dann tun wir den Herrn mal ins Team rein. So. Ich weiß nicht, den Second Inform, haben wir den schon getestet? Ich glaube, wir haben nur den First Inform gespielt, oder? Keine Ahnung, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So, und dann werden wir uns noch kaufen... Gehen wir mal hier alles weg. Den Herrn Matuidi. Blaze Matuidi. Könnte natürlich auch ein Kandidat sein für einen Upgrade. Und deswegen kann es gar nicht mal so schlecht sein, den im Verein rumgammeln zu haben. Ich denke mal, eine der nächsten Teambuildings wird mit Suarez sein. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt ganz viele Suarez-Teams machen. Ich habe da nämlich, glaube ich, schon was im Kopf. Und ja, dann wäre es natürlich Schwachsinn. Ihr könnt natürlich immer Teams machen. Ich gucke mir die auch immer an. Aber ich kann halt natürlich auch nicht alle bauen. Also wenn ich alle bauen würde, dann ja, müsste ich 24 Stunden am Tag aufnehmen und würde dann selbst dann nicht alle bauen können. Okay, jetzt werden mir hier nur Goldene angezeigt. Die kannst du behalten, Mann. Ficker. So, dann gehen wir hier nochmal ein bisschen höher im Filter. Ah, 25.000, hier nochmal Gold dazu. Ach, meine Fresse, Alter, jetzt zeig mir einfach den Matuidi. Da gibt es auf jeden, obwohl, ah nee, muss gar nicht auf jeden Fall einen dafür geben. Mir fällt nämlich gerade ein, dass
Der erste Inform ist ja scheiße teuer, weil er, glaube ich, im ersten Team of the Week war. Und ja, der zweite ist vielleicht jetzt so teuer. Scheiße, der ist anscheinend echt teuer. Ich glaube, wir haben den so für 74 verkauft oder so. Mindestpreis machen wir jetzt einfach auch nochmal mit rein. Ah, das gefällt mir jetzt natürlich nicht, weil für 90.000 oder so will ich den eigentlich nicht kaufen. Auch wenn er natürlich eine gute Chance auf einen Upgrade hat. Aber irgendwie ist hier eh mit den Filtern wieder ziemlich abfuck. Gehen wir nochmal hier. 35.500. Noch ein höher. Also für so einen Preis muss jetzt irgendwann mal einer dabei sein. Sonst brauchen wir gar nicht weitersuchen. Das ist jetzt halt nur die Frage, ist der jetzt gerade so hoch? Wirklich so hoch? Oder zeigt mir EA einfach keine Informs an? Das kann nämlich auch des Öfteren mal passieren. Wir gucken jetzt einfach mal den Filter noch höher machen, aber für den Preis kaufe ich ihn auch nicht. Nee, für den Preis werde ich ihn auf keinen Fall kaufen. Es kann sehr gut sein, dass er ein Upgrade bekommt und ist der nicht gerade... Nee, aktuell ist er nicht im Team of the Week, oder? Nee, für 100.000 werde ich den nicht kaufen. Ist natürlich ärgerlich, dass ich meinen verkauft habe. Für, ich glaube, wie gesagt, 74, 84, ich weiß es gar nicht mehr, ist zu lange her. Aber 100.000 werde ich vorerst nicht für ihn ausgeben. Ah, nee. Ich glaube, aktuell ist sein Preis einfach so hoch, weil die Leute ziemlich auf den Upgrade spekulieren. Und ja, wenn der dann nicht reinkommt, dann könnte es natürlich sehr gut sein, dass der Preis-Drop passiert. Und deswegen lassen wir das lieber mal. Vielleicht war Matuidi auch gut in der Liga, obwohl dann wäre es jetzt nicht so schlau, den Inform zu kaufen. Scheiß drauf. Den lassen wir jetzt erstmal weg. Beziehungsweise irgendwen brauchen wir da, ja? Scheiße. Nur mal ganz kurz hier gucken. So, aktive Mannschaft. Na gut, eigentlich brauchen wir nur wen aus der französischen Liga. Ja, wen können wir da nehmen? Maicon packen wir mal hier hin. Ja, obwohl, eigentlich brauchen wir noch nicht mal wen. Doch, ja, für ihn auf jeden Fall brauchen wir noch wen aus der französischen Liga. Ja, wen können wir da mal hinmachen? Das Verratti könnten wir auch noch testen. Ja, wir könnten Verratti noch testen. Haben wir auch noch nicht getestet. Dann testen wir jetzt in dieser Episode ganz schön viele Leute. Ach du Scheiße, wir sind schon wieder bei 38 Minuten. Ja, ich verpeile das immer ein bisschen, wenn ich hier so rumbaue. Verratti, wo bist du? Da ist er, der Marco. Mal gucken, was der aktuell kostet. Ich hoffe mal nicht allzu viel. Machen wir mal hier so um die 10.000. Ja, gibt natürlich keinen. Ist logisch. Jetzt zeigen wir den Spieler mal. Mach ich dich kaputt? So, Verratti, 38.000. Ja, okay, kann man mal ausgeben, ne? So, gehen wir mal hier ein bisschen hoch im Filter. 38, gab es auf jeden Fall was. Wird mir jetzt natürlich erstmal anzeigen, dass es nichts gibt. Ja, natürlich. Wer hätte es auch anders erwartet? So, 12.000, nein. 12.5, nee. 13, nein. Natürlich nicht. 13.5, oh ja, jetzt wird mir was angezeigt hier. So, da hätten wir 39, 38, 37, 36, 36 schon gesehen, 36 schon gesehen. Na, okay, 36. Ich glaube, das scheint auch der günstigste zu sein. Ich meine, geht klar, ist wahrscheinlich auch ein bisschen wegen Ibra und ist halt schön zu linken und alles. Und auch wegen den anderen PSG-Spielern, die sind ja auch relativ beliebt. Deswegen geht der Preis schon in Ordnung. Also ich würde ihn dafür kaufen. Einfach mal zum Testen. So, 36, da haben wir jetzt einen für 36 und einen für 36. Zweite Seite gibt es aber ohne Informs. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach mal, wen nehmen wir mit? Der hier hätte bessere Verträge, sind ja beide nicht frisch. Ist eigentlich total Latte, wen wir nehmen. Aber wir nehmen einfach den, der hat einen Vertrag mehr, gut ist die Sache. So, Verratti haben wir also jetzt auch am Start. Ansonsten mal gucken, was. Vielleicht können wir ja informmäßig noch was auf der anderen Seite testen. Verratti. Gibt es einen italienischen ZM-Inform? Gibt es bestimmt. Mir fällt. Obwohl. Nee, doch. Nein. Ja. Ja, ich bin ein bisschen verpeilt. Ich habe erst überlegt, Vidal da hinzustellen. Obwohl, das ist möglich. Aber dann müsste man linke Seite zum Beispiel Asamoah hinstellen. Dann können wir hier Verratti hinstellen. Hier zum Beispiel Vidal. Haben wir Asamoah im Verein? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, leider nicht. Gut, dann könnt ihr nämlich hier Chiellini hin. Ah nein, das passt nicht. Scheiße. Weil Thiago Silva braucht hier noch so einen abgefuckten... Och doch, klar, das passt.
habe ich verpeilt. Wir haben ja Sirigu, der freut sich ja immer mit Chiellini zusammen. So, und dann könnten wir hier, beziehungsweise müssten wir Asamoah hinstellen. Weil wir brauchen einen von Juve. Und ja, hier würde dann halt ganz normal Radu hinkommen. Gut, und dann kaufen wir hier noch schnell Asamoah. Und dann, ja, dann müssen wir auf jeden Fall Schluss machen. Alter Vater, ich habe voll Schiss. Das Dings hier vor allem, dass die Aufnahme abkackt. Weil ich glaube, ich habe nicht mehr ganz so viel Speicher auf der SSD. Weil ich habe schon sehr viele Tage nicht mehr gelöscht. Und das müsste ich mal wieder nachholen. Ja, es wäre natürlich jetzt echt scheiße, wenn die Aufnahme abkackt. Ich guck mal ganz kurz, wie viel Speicherplatz der noch so frei ist. 3,4 GB. Okay, das müsste noch gerade so klar gehen. So, dann gehen wir mal hier ein bisschen runter. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht dran gedacht, dass das Video so lang werden könnte. War jetzt nicht so geplant. So, machen wir hier nochmal 2,5. Nee. 3.100. Ach komm, das ist doch schon wieder totale Verarsche. Den gibt es doch bestimmt für günstiger. Ich glaube da nicht dran. Ach meine Fresse, Alter. Als ob der 4.000 kostet. Niemals. Ja, aber was willst du machen? So, und was kostet er jetzt wirklich? Ja, 1.200. Danke. Ach, ist unglaublich, ey. Ohne Scheiß. Die zwingen zwar die Leute dazu. Ja, irgendwelche Anfänger, kann ich mir vollkommen vorstellen, dass die einfach dann irgendwelche überteuerten Dinge kaufen, weil die halt irgendwie als denken, oh, gibt keinen für den Preis, gibt keinen für den Preis und irgendwann finden sie was und kaufen dann halt einfach. Ach, ist einfach nur zum Kotzen. Ich kaufe jetzt auch einfach einen hier für 1.000 von mir aus auch. Ich meine, den gibt's, ich habe glaube ich sogar schon was für 800 gesehen, aber ist mir einfach zu blöd. So, ich nehme jetzt hier einfach einen frischen für 1.000. Gut ist die Sache. Ein Besitzer, bin ich Erstbesitzer. Ist zu teuer. Und ja, vielleicht will EA das, dass man einfach die Spieler zu teuer kauft, weil man einfach nur noch angepisst ist, weil die Filter nicht gehen. So, jetzt haben wir Asamoah. Und dann haben wir doch zwei, ja, ich finde, ganz hübsche Teams gebaut, oder? Ich meine, geht schon klar. Ist jetzt nichts hyper Besonderes. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Informs dabei, die wir mal testen können jetzt. Und ja, das wäre es dann auch schon gewesen. So, machen wir jetzt hier nochmal den lieben Herrn Asamoah rein. So, da ist er. Und jetzt freuen sich natürlich auch alle, außer Toivonen, aber machen wir hier französische Liga-Trainer rein. Und den hier. Dann freuen sich alle. So, passt das doch. Ja, hübsch. Mal gucken, wie sich das dann spielen lässt. Ob sich das auch hübsch spielen lässt. Passt jedenfalls so. Ja, wunderbar. Okay, alles klar. Ich würde mal sagen, somit verlasse ich euch mit diesen zwei Teams im Free Build. Also nehmt es mir nicht übel, wenn das jetzt nicht die hammermäßigen Teams sind. Aber ich meine, wir haben jetzt echt, ich glaube, 3, 4, 5, 6 Informs oder so. Einfach mal jetzt, die wir mal testen können. Also die wir jetzt neu gekauft haben oder 5, keine Ahnung. Ist ja auch Latte. Jedenfalls, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt natürlich mal im Forum vorbei. lpmassive.de, ich erwarte euch. Macht's gut, ciao.